So, ja, ist das nächste. The next ist Barcelona gegen Real Madrid. Der Klassiker. El Clásico. Mich hat gewundert, dass du das Lied nicht dabei gehabt hast. Habe ich vergessen. Rest in Peace, Bruder. Rest in Peace. Ja, da ist er gestorben, das ist ja. Wer? Dieser Rapper. Tschüssi. Ah ja, genau. Stimmt. Im Dezember oder so, glaube ich. Ich glaube, ich eher im Dezember oder so. Ja. Mal Ende des Jahres. Stimmt. Start nochmal so. Okay. Messi, du bist doch der größte Hundspur. Alter. Im Match will ich, dass du das besser machst als im Training. Du. Ich glaube, das ist noch keine 30, oder? Schon? Keine Ahnung. Jedenfalls ein Blick wert. Oh. Servus. Ich habe gemeint, bei der möchte ich mal zum Konzert und Titanilla. Ach klar, ja. Auch noch wegen aus, habe ich gemeint. Na, sie macht eh gute Musik auch. So, da kannst du alleine gehen. Habe ich gemeint, okay, ich kenne eigentlich schon jemanden, der da gehen möchte auch. Oh, du bist doch. Das Schluss ist gut, ja. Das könnten wir sein. So geil das Lied, finde ich. Oh. Oh. Oh, Ramos. Musibra! Starker Konter. Bin dafür, dass er zu seinem von jetzigen Ramos. Verein transferiert wird. Kann ich dir Oh. versprechen? Oh. Bitte? Kann ich dir versprechen? AC Milan? Machst du dir oder was? Ah, okay. Ist doch schon ein notierter Transfer. Habe jetzt ein bisschen was verraten. Aber wir wissen nicht, ob er durchgeht.
Und da habe ich auch gleich mein neues Team verraten. Wieso sollte er nicht durchgehen? Oder ich frage, bist du mit? Bist du doch Gescheißen. Nein! Nein! Oh. Oh fuck! Oh fuck! Zwei Mal, Alter! Oh! Was ist dein neues Team eigentlich? Willst du das schon verraten, oder? Mein neu altes Team? Da vertue ich mich immer. Ich sag immer Marseille. Aber Marseille ist nicht. Bitte? Marseille ist sicher nicht. Nein. Für den Flugschirm. Ja, Marseille kommt zurück. Und ja. Okay. Na, ach Kacke, wie dumm kann man sein? Das liegt dir wirklich am Herzen. Alter, was ist das, oder? Voll verarscht, Alter. Monaco. Ah ja, stimmt, Monaco. Weil die müssen zurückkommen, weil sonst können sie aufgelöst werden. Ah, okay. Echt, so lange sind die schon draußen? 4 Jahre. 4 Jahre sind die schon nicht dabei? Mhm. Sie hätten schon. Sie hätten schon letzte Saison zurückkehren können, aber da habe ich Ajax vorgezogen. Ja, aber es sind erst 3 Jahre. Oder? Ja, 2 Jahre und. Boah. Na, es war ja noch alte Regel, wo sie 3 Jahre aussetzen mussten. 2 Jahre aussetzen. Na, früher waren es 3 Jahre, oder? Nein. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. 3 oder 4 Jahre haben sie ausgesetzt. Wieder auf, steh auf. Tschüss. Also da bin ich jetzt froh, dass du mich gelegt hast, weil dann hätte der Goal ist sicher gehabt. Da war ich mir jetzt nicht sicher, oder? Da kann ich nur sagen, steh auf! Was ich uncool finde, ist, du kannst die Spieler während dem Freistoß nicht mehr drehen. Wie drin? Na, dass du so ein bisschen in eine andere Richtung drehen kannst. Oh ja, kann man eh noch. Echt? Wie? Na, einfach so wie früher, aber dann am Sieg einfach. Ist nicht gegangen. Puh. Oh shit. Nein. Ja! Ibrahimovic. Richtig starkes Turnier. 9. Saisontreffer.
Alter, dich. Steh wieder auf. Steh auf. Ja, da riskieren wir nichts. Das nächste Lied ist jetzt dann Sam Smith nach Lindemann. Da hat sich so ein Arbeitskollege urgefeiert bei Lindemann. Mom. Der hat sich trotz ausverkauften Konzert gibt so Ticketanbieter, die seriös sind, aber fast das Doppelte verlangen. Der hat sich die Karte gekauft und dann ist er krank geworden. Aber Lindemann ist ja auch Rammstein-Sänger, oder? Ja. Das heißt, er macht so quasi zwei Projekte. Genau, Lindemann ist quasi Solo. Sein Solo-Projekt und Rammstein ist im Rammstein. Okay. Als Lindemann hat er zwei Alben erst rausgebracht. Trotzdem irgendwie benannt, dass man da so zwei Tools spielt, quasi mit zwei verschiedenen Persönlichkeiten. So. Was haben aber einige gemacht schon? Echt? Man überlegt, also so Nebenprojekte, dass das Sänger haben, meine ich. Ja, aber so gleich so ein ganzes Album auf Tour gehen, nebenbei. Dass das so knapp hintereinander ist, meinst du? Ja. Das ja. Ja, ich muss jetzt nicht auch wieder heißt. Der macht auch viel zu nehmen. Adam Levine von. Heißt die Band? Maroon 5. Da macht er auch viel nebenbei. Aber da hat er jetzt nicht so ein eigenes Album oder so. Features eher oder was? Ja. Aber auch eigenes. Also Maroon 5 konnte ich bis jetzt noch gar nicht so viel Scheiße abgewinnen. Also. Sind da vielleicht die ersten Favoriten? 10. Turniertreffer. Nach Sam Smith ist das Lied, wo ich glaube, dass also das ist für mich so Rock-Rap so in die Richtung. Okay. Ja, ich wäre auch gerne zu Lindemann gegangen, aber das war aber? Karten, ich meine, innerhalb von 2 Minuten ausverkauft, aber ich einfach zu spät dran. Okay. 2 Minuten, kannst du dir das vorstellen? Wo hat er gespielt? Gasometer. Okay, stopp. Und ich habe halt immer gehofft, dass er noch irgendwo einen Tag einschiebt, aber leider. Oh. Gerade wie ich abziehen wollte, oder? Zettel. Das ist der Turniertreffer gleich. Ja. Aber das ist so ein geiles Lied jetzt. Finde ich. Das von Sam? Das auch, ja. Aber das nächste. Achso. Bist du noch beim Sam? Ja.
Okay, weil ich dann bin ich wieder ein bisschen Jetzt ist weiter. aus. Ich spiele da daheim oder auswärts? Du spielst daheim. Okay. Nein, Blackfoot. Für mich ist das ein Crossover-Lied eher. Das war aber. Eindeutig. Was geil wäre, sie diskutieren für diese diesjährige WrestleMania, ob sie nicht vielleicht Roman Reigns gegen The Rock antreten lassen. Echt? Das wäre echt ein geiles Match. Ich hab schon so lange keinen WWE mehr verfolgt eigentlich. Da werden viele neue jetzt sein, wahrscheinlich für dich. Ja, alles neu. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Champion ist und wer gerade. Stark. Sehr, sehr stark. Wahnsinnsturnier von ihm. Was meinst du, eher Rap-Lied oder eher? Ja, schon Rap. Mehr Rap. Gut aus jetzt. Hast noch? Hast nicht. Habe ich auch gedacht, mit der Hand. Hochgehen, dann werden wir das nicht mehr. Ja, verdient gewonnen. Das gerodet? Ja. Bist du
Oha, woher weißt du das? Das ist der Professor, ja, seine Bildung hilft langsam. Normal ist schon. Weiß nicht, das. Da ist irgendwann mal auf einer Blase so viel Corona-Lieder gehabt, da. Oh, über die könnte ich schon ein eigenes Special machen. Die würde ich gerne mal live sehen noch. Get it up.